Machen wir die Picks für heute. Wir sind vor, was, elf, wir sind schon durch? Vor elf fertig heute. Das gut, ist, jetzt mal nicht übertreiben. Also das, und ich kenne uns, das dauert noch. Es kommen Picks hier, aber du hast vorhin die Schachtel schon gesehen. ja, was machen wir denn? Wer hat denn was? Was Alex, fangen wir mal an. Ich habe eine Geldbörse. Oh. Und eigentlich wollte ich... Oh, ja, nee. Okay, oh, jetzt fällt mir ein, was das hier schon für Vorahnung geben mag. es geht nicht in die... Hat es ein Kleingeldfach? Ja, erstmal nicht. Es hat gar kein Geldfach. um mal so anzufangen. Das war sehr lustig. Schon gut, weil, da mit der Geldbörse. Auf der anderen Seite, wenn ich so in mein Geldfach schaue, da sind 5 Euro drin. Da ist es nicht viel drin. Ja, oh, kein Geldfach. Völlig überbewertet, diese Geldbörsen. Na, weil das ist lustig, jemand hat mich heute ganz nett über Twitter gefragt, was ich denn irgendwie für meinen, was der aktuelle Stand von meinem Portemonnaie-Problem ist, weil das hier auch schon in der Sendung das ein oder Mal auftauchte. Ich hatte ja früher diese Bookbook-Geschichten zum Beispiel, ne, wo du das iPhone reinsteckst und dann hast du 2 Kreditkartenfächer und bist so mit dieser kleinen Bibel in der Hand rumgelaufen. Und das war also seiner Zeit irgendwie iPhone 5 oder so, war das ganz nett. Erledigt sich dann aber irgendwie auch wieder, oder war es sogar iPhone 4. Und ich bin dann irgendwann vor echt ein paar Jahren, muss man fast sagen, auf dieses kleine Case von Nodus umgestiegen. Das ist eigentlich letztendlich nur so eine Ledergeschichte, die 4 Karten hält. Ich habe da mehr drin mittlerweile. Die passen da auch locker rein. Und die lassen sich irgendwie, also das ist, ja, wie beschreibt man das? Das ist ein Stück Leder, wo du in der Mitte irgendwie was reinstecken kannst. Da könntest du zum Beispiel Geld reinstecken, ja. Also da könntest du irgendwie, also keine Taler, aber irgendwie keine Münzen, würde man wahrscheinlich sagen, sondern eher so Scheine. Und außen kannst du halt Kreditkarten reinstecken. Und ich bin jetzt irgendwie nicht mehr so puristisch drauf, dass ich irgendwie sage, ich brauche nur noch eine Kreditkarte. Das erledigt sich auch manchmal so als Familienvater sehr schnell. Also hast du schon irgendwie noch eine Buskarte dabei und irgendwie einen Führerschein und die keine Ahnung, die Fitnesskarte fürs Sportstudio. Und also ich renne so mit 4, 5 Karten letztendlich rum. Und niedlich. Wie bitte? Niedlich. Niedlich, sehr, ja. Sehr niedlich. Ich finde es ganz nett, weil es halt dann doch nochmal getrennt ist vom Telefon. Die Sache, die ich verlinkt habe, es gibt dieses Case in dieser Form nicht mehr so von denen. Das hat jetzt so ein Zusatzfach mit einem einzelnen Schlüssel und so einer RFID-geschützten Seite. Aber prinzipiell die Idee ist das Gleiche. Ist halt sehr, sehr klein und ist eine Halterung für so 3, 4 Karten und ich finde, es greift sich sehr nett. Ich habe das jetzt echt schon irgendwie, ja, wirklich Jahre in Verwendung, muss ich sagen. Und ich wollte diese Gelegenheit auch mal nutzen, zu fragen, was ihr so nehmt. Ah ja, okay. Basti, erzähl mir, was das soll. Ich habe immer noch das OLLET. Also All, okay. A-L-L-E-T-T. Wo kam das her? Aus den USA. Das war aber keine Kickstarter-Geschichte. Nee, das ist so eine Bude, okay. Die machen das schon länger. Gibt es auch in Leder und in RFID-Blocking mit Leder und whatever. Mhm. Ich habe halt leider echt ein bisschen albern viele Karten, aber es hilft halt alles nichts irgendwie. Also ich meine, wie der sicher versteht, braucht man so eine Hagebaumer-Kundenkarte. Die muss man halt mit sich rumtragen. Der Carport ist doch fertig. Ja. Ja, es ist tatsächlich, aber das kommt halt immer wieder und aus Gründen, die man nicht verstehen mag, die kann man die nicht digital mitnehmen, weil sonst könnte man sie ja kopieren. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Aber weißt du, so Quatsch wie dann musst du deine Packstationskarte musst du halt mitnehmen oder hier die Scouter-Karte für Scouter-Carsharing, die Car2Go-Karte für Car2Go-Carsharing oder die DriveNow-Karte musst du halt mitnehmen. Die gehen doch alle mit dem Telefon. Meistens. Ja, meistens reicht doch. Ja, aber ich stand halt schon mal davor, wo das Telefon dann nicht ging und dann nimmst du die Karte raus und dann macht er auf. Und das ist halt sauber blöde und so ist es aber halt nun mal. Oder diese Gesundheitskarte, die du halt mitnehmen musst. Das ist alles Unfug, aber es ist halt nun mal leider so. Gehst in den USA, brauchst du nicht mehr. Da, oh, ja, gute Idee eigentlich. Da gibt es eh keine Gesundheit. Ja. Naja, ich wollte das mal, also ich fand das ganz interessant, das Thema Geldbörse im weitesten Sinne mal zu behandeln, weil ich mit dieser Lösung wirklich noch zufrieden bin, muss ich sagen. Ja, kann ich halt voll verstehen, wenn du wirklich nur so wenige Karten brauchst. Also wenn du in einem Land lebst, die verstanden haben, dass zum Beispiel Bargeld nicht wirklich zwingend notwendig ist, sondern dass man so Karten benutzen kann dafür. Und wenn du halt
in der Lage bist, mit 4 Karten auszukommen, ist das top. Würde ich das halt nicht anders machen, weil warum willst du das denn sonst? 14 Karten. Ich hab nicht gezählt, aber es sind wahrscheinlich zu viele. Also es sind hier alleine 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. 15 Karten habe ich drin. Ja. Und natürlich noch so, weißt du, ich habe ja auch noch diesen wunderschönen Riesenperso, also der ja, und dieser Riesenkopf, der da noch drauf ist. Den kannst du ja umtauschen. Ja, aber da müsste ich da jetzt zur Gemeinde, da habe ich voll keinen Bock. Das mache ich, wenn es sein muss. Ja, ich weiß nicht, was ihr mit diesen ganzen Karten macht. Ja, was? Keine Bonuskarten? Nee, ich weiß nicht, ob ich vielleicht 3 Karten in meinem Portemonnaie? 2? Also ich könnte die auch einfach zu Hause lassen. Was brauche ich denn Karten, wenn ich unterwegs bin? Um Sachen zu kaufen. Wie, du brauchst gar keine Karten? Nee, brauch keine Karten. Mit was bezahlst du so im Supermarkt? Oder gehst du aber nicht einkaufen? Schein. Was ist denn mit dir falsch? Mit Bargeld. Ja, klar. Es sind 4 Leute, 4 Meinungen. Du wohnst doch hier in Deutschland, da wird mit Bargeld bezahlt. Wusstet ihr das noch nicht? Aber dann hast du so Coins, was machst du damit dann? Coins, die schmeiß ich in die eine Tasche und zu Hause schmeiß ich in den Karton. Den Karton ist gut. Coin-Karton. Die Geschichte wäre nur noch besser geworden, wenn du gesagt hast, Coins schmeiß ich weg. Ja. Nein, so weit geht's nicht. Nee, die werden fein säuberlich gesammelt. Und irgendwann bringe ich diesen wahrscheinlich extrem schweren Karton mal zu irgendeiner Bank, die den nimmt und schütte den in so eine Geldzählmaschine, die es wahrscheinlich nicht mehr gibt, weil ich das zum letzten Mal, glaube ich, in den 90er Jahren gemacht habe. Die gibt's noch? Ja, bei der Euro-Umstellung, da gab es den. Ne? Ah ja, aber die wollen ja nur, du musst ja dann Kunde bei der Bank sein und solche Sachen, oder? Mhm. Also ja, die nehmen sie extrem ungern. Die sind sehr unbeliebt für Banken. Ja. Und deshalb, dann schmeiße ich das Kleingeld aus meiner Tasche wieder raus, so dass ich das nicht mit mir rumschleppen muss. Oder lass vielleicht irgendwie so ein paar größere Münzen übrig. Die nehme ich dann wieder mit. Wie kommst du an deinen Schein? Ja, das muss ich erklären. Irgendwie, der muss mir zuwandern im Laufe der Zeit. Das klingt auch nach dubiosen Geschäften. Was Leute, will ich Cash bezahlen, bitte. Leo bei der Verhandlung mit Heise. Vergessen also, das mit dem Gehalt. Cash-Paket. Bei mir alles nur Bargeld. Wird alles nur Bargeld gemacht. Nein. Natürlich habe ich manchmal Karten dabei, aber ich brauche wirklich wenig Karten. Also ich meine, ich habe eine EC-Karte, habe ein oder zwei EC-Karten und eine Kreditkarte normalerweise. Wenn ich wirklich mit Karten unterwegs bin. Also 3 Karten habe ich dabei. Und wahrscheinlich noch irgendeine dämliche Brotstempelkarte vom Bäcker, bei dem Führerschein? Ich Brot kaufe. Ja, Führerschein habe ich dabei, wenn ich dran denke. Personalausweis habe ich dabei. Den hat die Polizei doch schon. Haben sie schon einkassiert. Brauche ich nicht mehr mitnehmen. Deswegen so viel Rad. Besser das Auto lieber stehen lassen. Ja, klar, Autofahren ist natürlich noch was anderes. Dann musst du natürlich den Krempel irgendwo auch noch einpacken. Ja, Moment mal, wie machst du das dann? Du sagst, entscheidest du, okay, heute muss ich Auto fahren. Jetzt nehme ich den Führerschein mit. Ah, vielleicht möchte ich ja auch mich ausweisen. Dann nehme ich heute auch mal den Personal aus. Warum nimmst du nicht einfach den Scheiß einfach mit? Leo, wie hat sich das Konzept Portemonnaie? Ich habe wirklich noch ein Portemonnaie, was ich auch schon seit, keine Ahnung, zig Jahren habe. Ganz, ganz schlichtes, dünnes Portemonnaie mit ein paar Kartenfächern. Ohne Kleingeldbeutel. Sehr gut, sehr gut. Also einfach nur Scheine und Karten und das war's. Und das nehme ich schon. Das schnappe ich mir, wenn es sein muss und stopfe mir das in die Hosentasche und dann da ist dann auch irgendwie, habe ich da auch noch drin und da wird sich sicher auch noch irgendeine DVD-Ausleih-Videothekenkarte aus den 90ern drin finden. Also da werden sicher auch noch komischere Karten drin sein. Auf dem Nadeldrucker und dann laminiert. ja, genau. Ich glaube, da ist mir letztens mal wieder einer über den Weg gelaufen. Das war immer ganz, ganz nett. Aber ja, also mein Kartenbedarf ist wirklich extrem gering, muss ich sagen. Und ich habe versucht, das zu einem großen Teil zu vermeiden, das irgendwie überhaupt mit mir rumzuschleppen. Ich meine, klar, wenn ich weiß, dass ich irgendwie Auto fahre und im Auto unterwegs bin, dann ist das natürlich was anderes. Klar, es gibt nun einfach mal ein paar Sachen, die du musst halt mit dir rumschleppen. Aber ich mache hier halt viel ohne Auto. Also ich meine, kann auch einfach aus der Tür laufen und dann versuche ich den ganzen Krempel nicht einfach mit mir rumzuschleppen.
Weil dann, ich weiß ich eigentlich vorher, ich meine, das klar, das kann man natürlich nicht immer machen, wenn man nicht weiß, ob man dann irgendwie noch ins Auto muss oder das natürlich alles dabei haben muss. Aber ich meine, da schleppe ich auch einen Autoschlüssel zum Beispiel nicht mit rum und so weiter. Also das heißt. Ich habe mal eine Weile versucht, Karten, die ich garantiert nie zu Fuß, sondern nur mit dem Auto brauche, im Auto zu lassen. Mhm. Schlechte Idee, weil ich habe es immer auf dem Parkplatz von dem Laden dann vergessen. Ja, gut, das ist das ist natürlich auch fies alles, was du im Auto lässt. Ne? Das ist nicht so schlimm. Ich habe zum Beispiel gesagt, Metrokarte kann im Handschuhfach bleiben. Weil da fahre ich halt nicht mit dem Fahrrad hin. Mhm. Ja, ja. Und dann bin ich mit dem Auto meiner Frau zur Metro gefahren. Dann stand ich da und gesagt, ich bräuchte so eine temporäre Karte. Bitte, danke. Ja. Wir fragen mal kurz Al Pacino, was er zum Thema Wallets und Geld zu sagen hat. Da gibt es ein fantastisches Zitat aus Donnie Brasco. What are you doing? Wise guy don't carry his money in a wallet. Hey, wise guy carries money in a roll, like this. Hey, Bina on the outside. Like that. Come on. So, wise guy don't carry his money in a wallet. So. Ja. Leo, hast du es gehört? Ja. Ja. Habe ich mir eingebläut. So ein Geldrolle. Geldrolle, Honey in der Tasche. Reicht schon. Ja, das wäre schön. Also ich Geldrolle, ich würde mich nicht gegen sie wehren, aber sie sind selten in meinem Besitz. Insofern. Vielleicht klein anfangen, so, Fünfer. Ja, genau, so irgendwie kleine Scheine rollen. Kannst du zu der Bank gehen, die deine Coins vornimmt? Ja, ja, diese genau, Geldrolle die, haben. Sag ich, brauche ein paar bitte alles in 5-Euro-Scheinen auszahlen. aus dem nervigsten Customer wurde der unangenehmste Kunde überhaupt. Gab es das nicht mal so als Block, so ein Block 10-Mark-Scheine, so zum Abreißen, an einer Seite so gummiert, und dann kannst du so ein, oh, ich brauche 10 Euro, reißt er dir vom Block ab. Nein? Das musst du geträumt. 10 Mark. Was? Ich suche da gleich mal nach. Das scheint mir aber absurd zu sein. Naja, gut.